Der Film beginnt in einem Operationssaal mit der Krankenschwester Katie, der es nicht gelungen ist, einen ihrer Patienten zu retten. Verzweifelt setzt sich Katie in der Ecke des Raumes auf den Boden und schaut zur Decke hinauf. Dort bemerkt Katie eine große Kakerlake, die sich nähert. Von diesem Moment an ändert sich ihr Leben dramatisch. Ein Jahr vergeht und Katie findet sich in einer kleinen Wohnung wieder. Das Mädchen ist eine gläubige Katholikin geworden und nennt sich jetzt Maud. Jeden Tag betet sie und spricht mit Gott, weil sie glaubt, dass er eine große Zukunft für sie hat. Maud verliert ihren alten Job und beginnt als private Krankenschwester zu arbeiten. Sie beginnt, sich um eine ehemalige amerikanische Tänzerin und Choreografin, Amanda, zu kümmern, die an einem Lymphom im 4. Stadium erkrankt ist. Zunächst scheint die Frau die neue Krankenschwester abzulehnen. Nachdem sie zu Hause gegessen und Amanda Medikamente gegeben hat, wäscht Maud die Frau und bringt sie auf ihr Zimmer. Am nächsten Tag, als Maud Amanda bei den Beinübungen hilft, sieht die Frau eine Heiligenkette aus ihrem Kleid kommen. Amanda fragt, um welche Heilige es sich handelt, und sie antwortet, es sei Maria Magdalena. Später bemerkt Maud ein Zimmer mit Amandas alten Büchern und Postern, bevor sie sich bei Einbruch der Dunkelheit zurückzieht. Amanda setzt sich eine Perücke auf, weil sie sich mit einem Mann, Richard, treffen muss. Maud empfängt Richard im Haus und geht hinaus in die Stadt. Das Mädchen sieht einen Obdachlosen auf der Straße betteln, gibt ihm eine Münze und segnet ihn in Gottes Namen. Dann geht sie in einem kleinen Restaurant essen und fragt sich, wie jemand wie Amanda in dieser seltsamen kleinen Stadt gelandet ist. Plötzlich erhält Maud einen Anruf von Richard, der sie auffordert, früher nach Hause zu kommen. Kaum ist Richard weg, erbricht Amanda. Maud macht sie sauber und bringt sie ins Bett. Amanda sagt ihr, sie wolle nicht allein sein und fragt Maud nach ihrem früheren Leben. Maud erzählt, dass sie in einem Krankenhaus gearbeitet hat und gesteht, dass sie diesen Job aufgegeben hat, weil Gott es ihr befohlen hat. Amanda fragt sie, ob sie beim Beten Antworten erhält. Maud sagt, sie spüre Gottes Gegenwart, körperlich und geistig. Sie hört seine Stimme und wenn er zufrieden ist, bekommt sie Schüttelfrost. Amanda vertraut ihr, dass sie oft darüber nachdenkt, wie der Tod sein wird und ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Maud versucht, Amandas Angst zu trösten, indem sie ihr sagt, dass Gott überall ist und sie nicht verlassen wird. Amanda lächelt sie an und nennt sie meine kleine Retterin. Dann verlässt Maud das Zimmer und steigt die Treppe hinauf. Sie spürt Gottes Gegenwart, verliert ihre Kraft und fällt zu Boden. Sie begreift, dass Gott die Atheistin Amanda auf ihren Weg geschickt hat, damit sie ihre Seele retten und läutern kann. Am nächsten Tag spielt Maud abends das Geschirr und spürt wieder Gottes Gegenwart, wird aber durch ein Klopfen an der Tür unterbrochen. Eine junge Frau, Carol, tritt ein und geht sofort in Amandas Zimmer, wo sie auf sie wartet. Maud ist im Bad und wäscht sich das Gesicht, als sie merkt, dass sie Nasenbluten hat. Dann hört die Krankenschwester, wie sich die Frauen im Nebenzimmer amüsieren. Am nächsten Tag sieht sie, wie Carol das Zimmer verlässt und das Geld zählt, das sie gerade von Amanda erhalten hat. Letztere isst ihr Mittagessen im Wohnzimmer und bittet Maud, ihr Gesellschaft zu leisten. Die Krankenschwester stimmt zu, doch bevor sie zu essen beginnt, spricht sie ein kleines Gebet. Amanda schaltet den Fernseher aus und schließt sich dem Gebet an. Bald darauf spürt Maud die Gegenwart Gottes und sieht, dass Amanda dasselbe erlebt. Mit jedem Tag, der vergeht, kommen sich die beiden näher und näher. Amanda schenkt Maud ein Buch von William Blake mit biblischen Gemälden. Am Abend hört Maud immer wieder, wie sich Carol und Amanda vergnügen, aber diesmal nähert sie sich der Tür zu ihrem Zimmer und beobachtet, wie sie sich küssen. Am nächsten Morgen wartet Maud darauf, dass Carol Amandas Zimmer verlässt und hält sie an, um mit ihr unter vier Augen zu sprechen. Maud sagt ihr, sie solle sich von Amanda fernhalten, weil sie ihr den Weg zur spirituellen Erlösung versperre. Carol entgegnet trotzig, dass es sie nichts angehe, was ihre Patienten tun, und beschuldigt sie, homophob zu sein. Maud überredet Carol schließlich, Amanda zu verlassen, ohne ihre Gefühle zu verletzen. Eines Abends geht Maud wieder in die Stadt und eine alte Freundin, Joy, bemerkt sie und grüßt sie. Joy fragt Maud, was sie im Moment macht, und sie erzählt ihr, dass sie jetzt eine private Pflegerin ist. Die Freundin ist darüber sehr überrascht, da sie Mauds pflegerischen Hintergrund kennt. Maud macht sich auf den Weg, um zu gehen, aber Joy hält sie auf. Sie gibt ihr ihre Nummer und sagt Maud, sie solle sie anrufen, um gemeinsam etwas trinken zu gehen. Am nächsten Tag unterhalten sich Amanda und Maud und lachen zusammen.
Ihre Beziehung läuft dank Carols Weggang hervorragend. Plötzlich erhält Amanda jedoch einen Anruf und bittet Maud, ihr Tee zu machen, woraufhin sie den Raum verlässt. Carol ruft Amanda an, um ihr zu sagen, dass sie sich nicht mehr sehen können. Dieser Anruf tut Amanda sehr weh. Sie versucht, sie aufzumuntern, indem sie sie bittet, ins Kino zu gehen, aber Amanda wird kalt und befiehlt ihr, sie ins Bett zu bringen, obwohl es erst 17 Uhr ist. Motto Bays Abend bricht an und Maud geht in die Küche, wahrscheinlich durch Gottes Willen. Sie legt unwissentlich ihre Hand auf den Herd und verbrennt sich am Morgen. Maud bringt Amanda das Frühstück und sagt ihr, sie solle einkaufen gehen, weil sie heute Abend ihre Geburtstagsparty bei sich zu Hause feiern wird. Auf der Party bemerkt Maud Carols Anwesenheit, während sie und ein anderes Mädchen das Licht ausschalten und Amanda den Kuchen bringen. Amanda pustet die Kerzen aus und die Leute tanzen weiter. Während sie mit einigen Freunden über ihre Beziehung zu Carol spricht, sagt Amanda, dass Maud sie aus Eifersucht rausgeworfen hat. Amanda beginnt, die Betreuerin zu provozieren, da sie weiß, dass sie ihr zuhört. Maud ignoriert Amanda und geht, wird aber von einigen Gästen aufgehalten, die ihr einen Schleier über den Kopf ziehen. Amanda nennt sie eine Heilige und demütigt sie vor allen Gästen. Die ehemalige Tänzerin sagt dann zu Maud, sie solle sich entspannen, denn sie sei jung und müsse sich amüsieren und nicht an Gott denken. Maud sagt, sie habe andere Prioritäten, aber Amanda stichelt erneut gegen sie. Maud kann ihre Wut nicht länger zurückhalten und gibt ihr eine Ohrfeige. Amanda prangiert die Betreuerin nicht an, sondern entlässt sie. Maud kehrt in ihre kleine Wohnung zurück und glaubt, dass Gott sie verstoßen hat oder sie verlässt. Zeichen, die sie nicht verstehen kann. Doch als sie ihre Wunden pflegt, fällt ein Jesuskreuz hinter sie und überrascht sie. Maud ignoriert diese Zeichen und geht allein in einen Club, um zu trinken und gegen ihre religiösen Prinzipien zu rebellieren. Bald darauf versucht Maud, sich in eine Gruppe von Freunden einzufügen, doch diese ignorieren sie. Das Mädchen ist traurig und betrinkt sich, um ihr Leid vorübergehend zu vergessen. Bald darauf ruft Maud ihre Freundin Joy an, um sie zu bitten, sich ihr anzuschließen, aber Joy sagt ihr, dass sie gerade beschäftigt ist. Maud spürt, wie die Last der Einsamkeit immer größer wird und bemerkt plötzlich, dass sich in dem Bierglas auf ihrem Tisch ein Strudel bildet. Bescheiden erschrickt sie, stößt gegen den Tisch hinter ihr und sieht, dass auch in diesen Gläsern Strudel sind. Sie dreht sich abrupt um und geht zu einem großen, bärtigen Mann, der sie auffordert, ihm etwas zu trinken zu geben. Die beiden haben schließlich Spaß miteinander, doch die Bewegungen erinnern sie an die missglückte Operation im Krankenhaus. Plötzlich sieht sie den Brustkorb des Mannes knacken und schreit vor Schreck auf, weil sie denkt, sie hätte ihn getötet. Es war eine Illusion und der Mann tröstet sie. Später sagt der Mann, er erinnert sich an sie, weil er einen Streit mit einem Freund von ihm hatte, als sie noch Krankenschwester war. Maud ist betrunken, kehrt nach Hause zurück und trinkt etwas Wasser. Sie erkennt, dass sie einen Fehler gemacht hat und bittet Gott, sie zu leiten. Kurz darauf übergibt sich das Mädchen und fällt, als ein Feuerwerk losbricht, schreiend zu Boden. Über ihr sieht sie wieder eine Kakerlake und kurz darauf scheint sie in der Luft zu schweben, als sei sie von Gott besessen. Am nächsten Morgen hat sie die Kontrolle über ihr Leben wiedererlangt und räumt das Zimmer auf. Sie verbrennt einige Kleidungsstücke und legt dann Nägel auf die Sohlen ihrer Schuhe, um sich von ihren Sünden zu reinigen. Sie zieht ihre Schuhe an und geht hinaus in die Stadt. Sie geht langsam und bei jedem Schritt spürt sie einen stechenden Schmerz in ihren Füßen. Maud sucht im Internet nach Amanda und studiert ihr Leben. Dann sieht sie, dass sie eine andere Betreuerin gefunden hat, Esther. Also geht Maud eines Tages in die Stadt, folgt Esther und beginnt sich mit ihr zu unterhalten, um sie besser kennenzulernen. Esther erzählt, dass sie als private Betreuerin arbeitet, aber immer noch Zeit hat, sich ihrer Leidenschaft, dem Singen, zu widmen. Maud bittet um mehr Informationen über die Frau, für die sie arbeitet, da sie weiß, dass es sich um Amanda handelt. Esther sagt, dass sie eine gute Beziehung zu ihr aufbaut, aber dass Amanda nicht mehr lange da sein wird. Maud geht, ohne etwas zu sagen. Nachts in ihrer Wohnung sieht sie eine seltsame Silhouette vor sich und geht auf sie zu. Gott spricht schließlich direkt zu ihr. Die göttliche Stimme sagt ihr, dass es noch eine Aufgabe gibt, bevor sie die göttliche Umarmung erreicht, nämlich Amandas Seele zu retten, bevor sie stirbt. Das Mädchen fragt, was sie tun muss, aber Gott sagt ihr, dass sie es selbst herausfinden wird. Maud ist verwirrt und geht schlafen. Am nächsten Tag nimmt sie das Bettlaken und zieht es an wie einen Nonnenstrick. Dann füllt sie eine Flasche mit Wasser und segnet sie während des Rituals. Joy erreicht Mauds Haus und klopft an die Tür. Sie sagt, sie sei beschäftigt, aber Joy besteht darauf, einzutreten. Die Freundin entschuldigt sich bei ihr dafür, dass sie gestern Abend nicht ausgegangen ist und fragt, wie es bei der Arbeit läuft. Maud ignoriert sie und Joy versucht sie zu trösten, indem sie ihr sagt, dass das, was im Krankenhaus passiert ist, nur ein Unfall war und dass es nicht ihre Schuld war. Maud sieht aus dem Fenster und bemerkt, dass sich am Himmel ein großer Wirbel bildet. Sie erkennt, dass dies ein göttliches Zeichen ist und küsst Joy auf die Wange, um sie zu segnen.
Maud sagt ihrer Freundin, dass sie sich früher verloren gefühlt hat, aber jetzt hat sie sich verändert und sie alle werden ihn bald sehen. Sie dankt Joy und schickt sie fort, um das Ritual fortzusetzen. Am Abend geht Maud hinaus und schleicht sich auf Amandas Grundstück. Sie wartet, bis Esther das Gelände verlassen hat und betritt dann lautlos Amandas Zimmer. Die Frau, die Maud sieht, entschuldigt sich bei ihr für ihr Verhalten, da sie kurz vor dem Tod steht. Maud sagt ihr, sie brauche keine Angst zu haben, denn Gott habe sie geschickt, um ihr zu vergeben. Maud versucht, mit Weihwasser ein Kreuz auf Amandas Stirn zu machen, aber Amanda weist ihre Hand zurück. Die Frau sagt Maud, dass sie das einsamste Mädchen der Welt ist und offenbart ihr, dass Gott nicht existiert. Maud versucht, Amanda an den Tag zu erinnern, an dem sie beide die Gegenwart Gottes gespürt haben, aber die Frau gibt zu, dass sie sich die ganze Zeit etwas vorgemacht hat. Amanda besteht darauf, dass nur zwei von ihnen im Raum sind und Maud beginnt sofort zu weinen. Amandas Gesicht verzerrt sich und wie vom Teufel besessen schlägt sie Maud gegen die Wand. Maud schnappt sich eine Schere und tötet Amanda erbarmungslos. Maud ist stolz darauf, den Teufel beseitigt zu haben und kehrt am nächsten Tag nach Hause zurück. Sie bemerkt große, goldene Flügel hinter ihrem Rücken. Ohne zu zögern, zieht sie das Laken wieder an und geht mit einem Feuerzeug und einer Flasche Aceton in der Hand zum Strand der Stadt. Maud wendet dem Meer den Rücken zu und beginnt zu beten, während sie die Menschen um sich herum beobachtet. Über ihr sieht sie einen riesigen Strudel. Maud erkennt, dass die Zeit für ihren Aufstieg gekommen ist und schüttet sich das Aceton über den ganzen Körper, was die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zieht, die sie anschreien, aufzuhören. Das Mädchen ignoriert sie und zündet sofort das Feuerzeug an. Alle Menschen vor ihr scheinen bei ihren letzten Worten, Ehre sei Gott, zu erstarren. Die goldenen Flügel tauchen hinter ihr wieder auf und gleichzeitig knien die Menschen vor der Heiligen nieder. Maud ist glücklich, dass es ihr endlich gelungen ist, sich zu läutern und Gott näher zu kommen. Leider ist dies nur eine große Illusion, die auf ein psychisches Problem zurückzuführen ist. Der Film endet mit den entsetzlichen Schreien der leichenblassen Maud inmitten der brennenden Flammen. Das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.